Ja, hey, willkommen. Mein Name ist Taniro LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Xillia 2. In der letzten Folge haben wir ja Julius getötet und uns einen Weg nach Kanan gebannt. Haben es aber noch nicht betreten, weil wir machen jetzt erstmal die ganzen Charaktermissionen. Geil, war. So, und ich habe schon wieder offscreen wieder ein bisschen was gemacht. Und zwar habe ich folgende Mission gemacht, wo ich hier immer jeweils ein Viech erlegen musste, um irgendwas Geiles zu bekommen. Und ja, dann gehen wir jetzt mal alles ab. Bams. Ich habe einen schwarzen Helm, eine Pfeife und leuchtender Dampf. Geil. So, dann nehme ich wieder die alle an, weil wer weiß, wann die uns über den Weg laufen. Ja, ich weiß schon mal die Mission. So, das können wir abgeben. Bams. 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 Ja, schon wieder hier ein Level hoch. Wenn er so nett sein würde. Tränen des Wassergeistes in Zeilenwälder. Okay, Zeilenwälder. Kann ich zufällig schon Kanan oder so untersuchen, ne? Zeilenwälder. Ja. Tränen des Wassergeistes. Zack. So, dann haben wir wieder ein bisschen Geld. Bams, her damit. Das heißt ja, her damit. So, jetzt wieder neue Sachen kaufen. Ja, wir haben einige Heil-Items gegen Julius hier verbraten, deswegen mal gucken. Spezialanfertigung, genau. Was gibt's denn da noch alles? Ist bestimmt auch mal wieder was Neues, ne? Zum Beispiel das hier. Weiß ich. Tu mal einfach mal auf. Brauche ich dafür. Ich brauche Amethyste, okay. Ja, einfach ausrüsten. Tsukuyomi. Scharfe Eiszahn, verdammt! Flintstab, Gorgonenblick, verdammt. Wasserpone. Mal alles alte Sachen noch. Fluchbrecher, der ist neu. Der sieht sogar geil aus. Stellt für ihn gegen den du besiegst KP wieder. Ja, okay, ich dachte, da wäre irgendwie eine verfluchte Waffe oder so. Die können wir uns sogar locker erstellen. Zack. Und noch irgendwelche Handschuhe. Gottsand, okay. Verringert den TP-Verbrauch. Was? Okay. Zack. Haben wir hier noch. Ja, lass mal das erstmal. Ja, die Dinger, die brauche ich nicht mehr. Murre. Okay. Hexenkleid. Wie ist es doch eine Hexe? Was haben wir alles bekommen jetzt? Vorhin. Habe ich eine Lampe, eine Pfeife. Ach ja, genau. Schwarzer Helm, dieser Helm zieht seinen Träger ohne Pause in den Kampf. Psyche, okay. Den kann über Elben oder Gaius mal nehmen. Elben, nimm du ihn mal. Sehr gut. Dann mal auf zur ersten Charaktermission. Eine ist hier ein Triglav, ne? Und zwar da. Da machen wir die. Wer auch immer oder was auch immer wir da machen müssen. Aber wir werden es machen. Gaius, okay. Hab ich jetzt eigentlich eine Katze? Ja, ich habe eine Katze geschickt. So, Gaius Geschichte fortsetzen. Hoffentlich die letzte? Wie vielte ist das? Dritte, vierte, vierte. Was der König tun muss. Müssen ja auch nicht die letzten sein, ne? Wir sind kurz vor Kanan. I just arrived myself. You guys worried about Karl too? It's been a while since I heard anything from him. I only hope this dread I'm feeling is just my imagination. Okay. Ja, da rein. Ja, da hätten wir auch so noch hingehen können. Aber irgendwas macht mir Sorgen. Ich möchte Elle wieder haben in der Story. So ein bisschen blöd. Die hat so viel verpasst hier jetzt gerade. Und ich hoffe, bevor wir zum letzten Kampf gehen, können wir die irgendwie mitnehmen und dann raus aus Kanan gehen. So, damit die wieder mit uns reisen kann. Weil das ist ja richtig blöd dann. Anfang des Spiels war die ganze Zeit bei einem und jetzt ist sie die ganze Zeit weg. Das finde ich ein bisschen doof. Aber ich habe mal noch die Chance, mit der durch die Gegend zu rennen. Also, dass wir so in Kanan reingehen können. Ja, wir haben dich vor, was weiß ich, vor Kronos oder irgendwie so beschützt. Dann nehmen wir dich mit und wir können wieder durch die Gegend reisen und dann ist alles wieder schön. Irgendwie so was, bitte. Hey, they're here. Good day, Erston. I'd offer you a drink, but we're in the middle of an interrogation here. Not that you seem to care. Tanner, Kyle, are you unhurt?
just grabbed us out of the blue. Kyle. You beat up these children? Oh, please. It's not that bad. We simply taught these punks to respect the law. After all, they were obstructing a murder investigation. What? Plenty of witnesses were there. They all saw what happened. They watched Kyle shove and kill that soldier. No way. I blew it, Biggie. But that soldier started it. He was harassing me even though I didn't do squat. He treated me like a criminal. That Risa Maxian started the whole thing. I'm sorry, Biggie. I'm so sorry. I'm not the one you need to apologize to. Oh, that reminds me, Erston. There are some folks I would like for you to meet. Hey, let him in. I'm so sorry. You have my deepest condolences. Huh? This man and woman are none other than the grieving parents of the murdered Risa Maxian soldier. Is this the kid who killed my son, Detective? Allegedly. The case isn't closed yet. Tell me why. Why did you do it? Why did you kill our son? So, what do you think? Do you still insist on protecting this man, Erston? It can't be easy when one of the subjects you've sworn to protect wails for her dead son. Huh? What are you talking about? Open your eyes! This man is no run-of-the-mill Risa Maxian. He is King Gaius of Risa Maxia. Huh. Did you really think he was some Joe Schmo in your little gang? Biggie? Come on, say it ain't so. Yeah. He's right. Huh? The scene of the crime was Marksburg, which is under the joint jurisdiction of both countries. That means Risa Maxia is in a unique position to demand custody of the suspect. Is that true? I could do that, however. However? That sort of thing would cause one heck of an international incident, I bet. The Risa Maxians would be up in arms and out for blood over the incident. It might even poison the current negotiations on tariff autonomy that are so very important to Risa Maxia. I know. Biggie. Just think about it, Kyle. Who do you really believe is on your side here? The Risa Maxian King, who's been pretending to be your friend this whole time? Or me, a fellow Olympian? I don't know what to tell you. Take me with you. I'll talk. Your Majesty, my boss's boss's boss is waiting at the Marksburg Inn. If you'd be so kind as to come and meet with my superior, I'm sure the both of you could discuss more than a few words in private. With Risa Maxia's cabinet ministers, I imagine. Yes, exactly. You imagine right. Gaius. I know. It's true I could use my powers to protect Kyle from prosecution, but then I would fail as a king. I wouldn't be able to face my people. Okay, geh nach Marksburg, yo. Irgendwie waren wir da vollkommen fehl am Platz, habe ich so das Gefühl gehabt. Wir haben irgendwie gar nichts gesagt, gar nichts gemacht, irgendwie. Wir waren voll, wir waren wie so eine Standblume. Wir waren einfach nur da. Hi, da ist Dingens.
hätte bestimmt irgendwie das Ding noch ansprechen können und so sagen können, ja, ab hier gibt es kein Zurück mehr oder irgendwie sowas. Ich hoffe, ich kann ja mit ihr wieder raus. Das wünsche ich mir, ganz ehrlich. Nicht, dass ich bis zum Rest des Spiels die nicht mehr sehe hier an meiner Seite. Ich so irgendwie befreien können oder irgendwie sowas. Und dann nochmal später reingehen können. Bitte. So. Thank you for waiting, Your Majesty. Everyone is assembled in the conference room. If you would follow me, please. Luger, what are your thoughts on Kyle's crime? Ah ja, jetzt liegt's wieder an mir, ne? Wenn es stimmt, dass er einen Mann getötet hat, dann muss er dafür zur Verantwortung gezogen werden. Ich weiß, es ist keine heikle Situation, aber ich finde, wir sollten dennoch versuchen, Kyle zu retten. Ja. Ja. Hey, er steht mir sogar zu. Make it sound so simple. Such clarity comes from having a strong sense of morality. You've helped me accept what I must do. Vielleicht ist er ja nicht dadurch gestorben. Er wurde ja nur geschubst irgendwie. Dann ist er gestorben. Vielleicht hat er danach irgendwie einen Herzinfarkt oder so bekommen, was weiß ich. Weiß man ja nicht. What will happen to Kyle? I agreed to extradite him to Olympias. Did you win a concession on the tariffs in return? The ministers are thrilled. They said the life of one soldier was a small price to pay. Was ist mit der Familie der Soldaten? Hat er wirklich damit einverstanden, Gaius? Hey, sehr gut. In my position, personal feelings are irrelevant. Were I just a normal friend, perhaps I might have tried to save Kyle from being arrested. That must have been hard. It is my duty. Wise decision, Your Majesty. You allowed Olympias to save face, but it also brought a great boon to your people. To be completely honest, I didn't think you had it in you. I wish I were as good at my job as you are. Well then, I'll be off. Until next time. Er steckt da irgendwie dahinter. Ich trau dem Typen nicht. If he were openly insulting. Olympias is the one that holds the upper hand when it comes to negotiations between the two countries. That man probably set this whole thing up. He knew full well I wouldn't act against the interests of Risa Maxia. What? Pardon me. Would you mind throwing this away for me? Are you sure, sir? Yes. Werft das nicht weg. Es war ein Geschenk. Ja. It was a gift for a man named Erston. A gift from his friends. I have no right keeping it. But it's proof that you had any friends at all. People who actually wanted to spend time with you. As a normal man. Was sind wir? Was sind wir? Humans and spirits alike all need people who will accept them for who they truly are. Wenn jetzt Erston oder Gaius hießen würde. I'll hold on to it. Luger. Let's have a group photo sometime. You, me, and all the others. Was der König tun muss, Kapitel 4, Ende. Was ist mit Gaius Geschichte? Partyschläger. Okay. Was ist das denn? Was ist das denn? Ey. Wie geil ist das? Oh mein Gott. Ja gut. Freundschaft zu Gaius. Lass mal sehen. Boah, geil. Jeder 8 beinahe, wenn ich mit den Dingern fertig bin. So. Warte mal, lass mich mal kurz gucken.
Gibt's 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Warte mal. Ja, kommt ja hin. Kommt nicht hin. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hä? Habe ich eine zu viel wieder? Hä? Werde ich ja sehen. So. Wir haben 15 Minuten. Ich glaube, wir haben noch Zeit, irgendwie das Elite-Monster fertig zu machen, wenn ich wüsste, was ist. Machen wir jetzt noch schnell. Dann kann ich halt irgendwie noch in den Part reinpacken. Kommt mir gerade recht, ehrlich gesagt. Wen nehmen wir denn dann mit? Weiß nicht. Elise, Bams und Jude und weiß nicht. Ja, lass mal so. Okay. Verträge, Aufträge. Wir abgeben alles Mögliche. Zack. Dann können wir irgendwas machen, geiles Stirnband, okay. Hier. Der hier in den Zeilenwälder. Stimmt, den habe ich doch schon gesehen. Das ist auch geil gewesen. Werdet ihr gleich sehen. Warte mal, habe ich jetzt. Habe ich nicht. Super. So, Xylenwälder, machen wir halt noch ganz schnell, da kriegen wir ja wohl auch noch irgendwie hin. Wo ist es? So, dann lasse mich erspeichern, damit ich weitermachen kann. So, ich habe jetzt hier den Punkt gespeichert, wo, bevor wir gegen gegen Julius gekämpft haben. Mal gucken, ob ich irgendwann so oder so wieder zu dem Punkt zurückgehen kann. Vielleicht, wenn ich das Spiel durch habe, kann ich ja wieder zu dem Punkt zurückgehen. Und ja. So, jetzt guck ich das mal an. Guck mal an, wie winzig das Viech ist. Wenn ich da reingelaufen bin, habe ich mir Augen wieder. Was ist das denn? So, da habe ich gemerkt. Bams. Das Viech. Warum ist das Viech so klein? Was haben die mit den Größen hier? So, Schwäche, Feuer und Wind. Ich tue jetzt nicht meine Waffen hier. Wechseln erst von Julius. So. Ah, juckt das voll an Stellen, die ich besser nicht erwähne gerade. Ja, ist auch fast getroffen, wie ihr seht, sehr gut. Boah. So, komm her. Boah, jetzt kann ich sogar zu 3. Aber nicht einsetzen. Wahrscheinlich hat das auch irgendwie gar keinen Einfluss, ob ich mich verwandle oder nicht. Aber trotzdem. Ich habe das nur so im Hinterkopf. Und das jetzt weiß. Geil. Also, den machen wir ja fertig. So, komm her. So. Mein Gott, der ist sowas von tot. Leck mich. Wir werden nicht verwunden. Ach so, mit Dings. Natürlich, du rufst irgendwelche Viecher, ist klar. Was? Was ist denn hier auf einmal los? Ja, was ist denn hier auf einmal los? Warum ist mir überall Schnee am Fallen und so? Oh Gott, warum sind wir hier alle so tot? Hallo, was ist denn hier los? Na, komm mal her. Wollen wir Schaden durchs Wetter? Ey, was ist denn hier auf einmal los?
Hey, hallo? Ich dachte, wir haben den. Du machst irgendwas, ne? Du machst irgendwas, was mir gar nicht gefällt. Oh. Ja, ich dachte, ich wäre mit Jude verbunden. Hallo, was ist denn hier los? Ey, was ist... Vor allem, das Spiel ist jetzt hier voll am Ruckeln und so. Das gefällt mir überhaupt nicht. Wer das hat irgendeinen Einfluss, ich warne euch. Komm mal her. Warum sind das jetzt so langsam alles? Komm schon, verreckt bitte. Ist auch blöd, ne? Dann haben wir... Nein! Das ein Fehler war, ich weiß es ja nicht. Au. So, komm her. Ich dachte, das wird jetzt nicht so schwierig, aber im letzten Moment geht er mir auf den Nerven. Wie, du kannst nicht, Elise. So, User ist jetzt auch wieder am Leben, sehr gut. Gibt's doch nicht. So weit, der Kampf so einfach angefangen. So, nix da. Verdammt. Aua. Ich hoffe, das hat jetzt keinen Einfluss darauf, auf die Geschichte, ob ich mich jetzt hier verwandelt habe oder nicht, weil gegen Jules hat er sich ja auch verwandelt. So, verrück doch mal. So, jetzt, jawohl. Right on point. Yeah, let's keep it up. Ah, jetzt habe ich mal Tränen ins Wasser gereist bekommen. Super. Bei einer Pfannenwandlung, die 3 Stufen der Kommandoanzeige verbraucht, erzeugt jeder Angriff, den du mit X ausführst, Schatten, die deine Trefferanzahl verdoppeln. Außerdem verbessert sich die Wirkung der Angriffe mit Kreis, so dass du auf gleicher Augenhöhe mit den stärksten Gegnern kämpfen kannst. Okay, geil. Einfach verwandelt, wird ja wohl nicht so schlimm gewesen sein, oder? Bitte, sag mir, dass das keinen Einfluss hatte. Vielleicht werde ich auch mal googeln, ob das Einfluss hat oder nicht. Weil jetzt habe ich ja schon wieder eine neue Stufe. Und ich möchte ja auch mal einsetzen, weil die Kämpfe werden auch nicht leichter. Ja, deswegen besser wär's. Die werde ich aber irgendwann auf Screen mal begegnen. So, nix, okay. Kreative stehen jetzt zum Fehlerbeispiel verwendet werden. Wurde steht für ihn gegen den Besiegs KP wieder und die Chance Gegner zu betäuben. Na gut, dann mal wieder was erledigt. Wir gehen unsere Wege wieder. Oder wir können ja noch ein bisschen Geld spenden, glaube ich. Dann holen wir uns schnell noch unsere Belohnung. In der nächsten Folge machen wir die nächste Charaktermission von was weiß ich wen. An was weiß ich wen. Ort. Freundschaftstrank. 10 Stück. Muss ich auch mal ein paar verbraten. Dann machen wir erstmal alle Charaktermissionen. Da verballere ich in irgendjemanden voll viele Freundschaftstrinke und dann kriege ich irgendwie 2-3 Balken oder so. Na gut, dann speichere ich hier
Und wir sehen uns in der nächsten Folge von Let's Play Tales of Xillia 2. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.